Oder Freunde, wenn ihr jetzt mal genau hinguckt, dann kann es sein, dass der ein oder andere schon weiß, wen ich da mit auf dem Schirm habe. Ich habe hier den Zlatko Sterzenbach. Und der liebe Zlatko hat, ich habe mir sogar aufschreiben, ich habe hinten dran einen Spickzettel. Genau, weil dass ich nichts vergesse, weil das ist ja schon einiges, was du tust. Und Zlatko ist Extremsportler, Weltrekordler, 17-facher Ironman, ein Ruhepuls von krassen 20, 28 Schläge pro Minute, über 1800 Vorträge und Seminare in 15 Ländern, mehrfacher Bestseller-Autor und jetzt auch noch dazu, was sicherlich auch voll reinpasst, Motivationstrainer. Lieber Slakto, es freut mich, dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Jetzt mal in einer anderen Perspektive. Sonst warst du immer auf der Bühne bei Dirk und jetzt hier mal vis-à-vis. Schön. Wir haben uns ja schon mal einmal getroffen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, das erste Mal. Weißt du noch, wo das war? Da hatte ich aus Zufall sogar schon ein Buch gelesen gehabt. Und gerade 2 Wochen davor hatte ich dein Buch gelesen gehabt. Und dann komme ich, weil ich hatte eine Einladung bekommen von Kelvin. Und zwar zu Gedankentanken. Ja. Da habe ich das erste Mal gesehen. Ah, okay. Ja, so. Da, Und dann. in Frankfurt oder in Köln, in Lanxess Arena? Nee, Frankfurt dann, ne? Frankfurt, genau. Ja. Ja, und ich habe dein Buch mit Begeisterung gelesen, auch deinen Auftritt bei Gedankentank genossen, weil du für mich Danke. eine souveräne, ruhige Art auf der Bühne hast. Und das hat mich begeistert, weil ich ja selbst gerne auf die Bühne gehe und selbst natürlich auch mal gerne auf der Bühne rede. Auch so ein Anstoß, wo ich gedacht habe, also wenn du mal so in diese Liga kommst, wo das Touristen schon spricht, dann passt das alles schon mal. Dankeschön fürs Kompliment. Ja. Tausendmal schon gemacht hast. Ja, es ist, und auf der anderen Seite, ich mache das ja jetzt, also professionell als Speaker in Firmen seit 19 Jahren, aber vorher habe ich natürlich auch schon Seminare gegeben. Damals noch ganz klein, ich weiß nicht, ob du das Andreas Bredenkamp-Konzept kennst. Da war ja so diese kleinen Gruppen, dass man 12 Zeitstunden für Einzeleinweisungen zusammengenommen hat und dann eine Gruppe eingewiesen hat, wie wird aus Bewegung Training? Und das war damals so meine Schule, wie schaffe ich komplexe Themen zu vereinfachen, eine Metapher ins Gehirn zu bringen, dass sie wirklich eben das verstehen und das emotional auch verankert ist. Und dann kam das Spinning, dann habe ich Trainer ausgebildet, dann war ich auf Convention, habe Trainer dort sozusagen effektives Selbstmanagement mitgegeben, mit auf dem Weg, wie sie eben auf ihre eigene Balance achten dürfen. Und dann fing das eben so 2000 an, dass bei mir im Spinning-Kurs dann Führungskräfte waren, die sagen, Zlatko, kannst du nicht mal auch mein Vertriebsteam fit machen? Das, was du hier erzählst, das brauchen die. Und so fing das dann damals an. Ja. Diese Schiene reingerutscht. Ja. Weil ich Also dann ich hatte schon vorher die Idee, das zu machen. Ich habe eben auf einer Convention, habe ich Jörg Löhr erlebt damals und noch einen anderen Trainer. Und das hat mich damals sehr inspiriert. Ich sagte, das könnte ich mir mal vorstellen. Dann war ich bei Dr. Strunz im Vortrag, ja, Laufguru noch. Und da habe ich so verstanden, der hat wirklich Millionen Menschen zum Joggen gebracht, aber er hat ihnen nicht beigebracht, wie man richtig trainiert. Also letztendlich hat er ja trainingswissenschaftlich nichts Gutes erzählt. Ja, nicht. also nicht umsonst haben die Orthopäden den Begriff Strunzfuß geprägt, weil alle mit einer chronischen Achillessehnenreizung rumgelaufen sind. Weil sie plötzlich nach 10 Jahren Inaktivität jeden Tag 30 Minuten Vorfuß gelaufen sind. Und Das dann haben kann Menschen dann. kann Bitte? das in die Hose gehen. Ja, absolut, klar. Und dann dachte ich so, dann reite ich die Welle, der motiviert die Menschen und ich erkläre ihnen, wie sie richtig trainieren. Das war so meine Idee damals. Und dann hatte ich eben von Jörg Löhr gehört, dass er in der Porsche Arena in Stuttgart vor 3000 Menschen einen Vortrag gehalten hat. Und da dachte ich so, wow, das könnte meine Vision sein. Das war 1999. Und 2009, also 10 Jahre später, stand ich dann selber in der Porsche Arena vor 3000 Führungskräften. Sehr geil, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ja. Das ist so für mich auch ein Highlight. Ich habe es zwar jetzt schon geschafft vor 10.000 Leuten, das war in Dortmund. Das war schon krass, aber natürlich nur mit einer Aufführung. Sportaufführung ist halt anders, wie eine ganze Stunde oder 2, 3 Stunden reden, Inhalt füllen. Ist halt ganz was anderes, aber allein schon mal dieser Anblick, wenn du dann da vor so vielen Leuten stehst und Ja. Information, was du reinschmeißt, kommt ja auch wieder zurück. Das ist schon sowas, wo ich sage, ja.
okay, da gucken wir mal. Wobei interessanterweise, ich war bei meinem Auftrag oder einem Vortrag in Frankfurt, wo ja 2000 waren, wesentlich aufgeregter als ein Jahr später in der Lanxess Arena vor 15.000 Menschen. Da war ich total entspannt. Also ich glaube, dass das gar nicht mal so viel mit der Menge zu tun hat, sondern eher, wo bin ich bei mir mit der Aufmerksamkeit. Ne? Also das Thema, was wir heute schon sagen, vor unserem Interview kurz hatten, bei sich zu bleiben. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit diese riesige Herausforderung, nicht ständig im Außen zu sein, sondern immer mehr auch wieder, was fühlt sich gerade gut an, was will ich heute, was ist mein Ziel, und fühlt sich das gut an, was ich gerade mache. Ich habe da gerade zur Bühne, ich habe ja vor, es war ja vor einem Jahr, beim Dirk das erste Mal auf der Bühne, war eineinhalb Jahre, also auf der größeren Bühne. Ich komme ja von der Fitnessbühne, das heißt, da stehst du mit dem Badehöschen fast nackt auf der Bühne, da bist du eh schon ein bisschen schmerzfreier. Und ja, aber ich habe da relativ schnell so ein Wohlfühlen auf der Bühne gefunden, ein extremes Wohlfühlen. Yeah. Und zwischenzeitlich irgendwie gibt man ein Mikrofon und stellt einen Spruch, mir fällt schon was ein, was ich erzählen kann. Finde ich klasse, weil ich glaube, wenn man so krass von Lampenfieber gestresst ist, macht sicherlich auch keinen Spaß. Also ich habe es jetzt noch nicht gehabt so richtig, aber ich glaube, das macht auch keinen Spaß. Irgendwo eine gewisse Affinität zu sagen, ich möchte von Menschen reden, macht mir richtig Spaß, muss schon da sein. Ja. Yeah. Ich glaube, dass viele Menschen also Lampenfieber mit so einer positiven Aufregung verwechseln. Also sag mal, es gibt so für mich drei Gründe. Es gibt wirklich welche, die haben Lampenfieber in dem Sinne, dass sie vorher im Kopf schon das Horrorszenario planen, also Bilder im Kopf haben, ohne dass sie es mitbekommen, was alles schieflaufen könnte. Und dann gibt es natürlich eine Aufregung, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ich bin nicht optimal vorbereitet. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Je schlechter ich vorbereitet bin, desto nervöser bin ich, weil ich dann nicht selbstbewusst bin, also ich mir nicht eben meiner Dinge bewusst bin, die ich kann oder die ich vorbereitet habe. Und dann eben so diese Aufregung, ich vergleiche das immer so gern mit einem 100-Meter-Sprint, ja. Stell dir vor, ein Usain Bolt würde sagen, gucken wir mal, wie wir heute laufen. Du brauchst ja eine Anspannung, ja. Du brauchst ja so diesen Drive, um Leistung zu bringen, um eine Performance zu haben, um Leute mitzureißen. Und das ist ja dann eine gute Aufregung. Natürlich gibt es da manchmal so Symptome, die man nicht mag, also gerade am Anfang vielleicht, dass du plötzlich eine trockene Zunge hast, ja, einen trockenen Mund. Und da gibt es ja wunderschöne kleine Tricks, wie du das handeln kannst, um diese Symptome, die dich erst dann noch zusätzlich stressen, um die zum Beispiel zu reduzieren. Okay, cool. Also für mich habe ich herausgefunden, ich mache immer eins vorher. Ich habe erstmal, du kennst so diese amerikanischen Speaker, diese Motivationsspeaker, also die vom Rugby. Da habe ich so zwei Sachen, The Lonely Wolf, das haue ich mir aufs Ohr und kurz bevor ich rausgehe, kommt immer Eye of the Tiger. Das ist das, was mir nochmal richtig Strom gibt. Und ich stelle mir schon immer vor, wie die Leute jubeln. Ich sehe die Leute schon aufstehen, wie sie klatschen, wie sie sich freuen, weil das habe ich noch im Kopf. In meinem zweiten Auftritt in Berlin, wo ich Standing Ovation bekommen habe und das Bild habe ich bei mir abprogrammiert. Also das hole ich mir hoch und dann ist es wieder gut. Dann funktioniert es bei mir ganz gut. Du hast gesagt, ist Tagesform. Ist bei mir natürlich auch Tagesform. Machen wir ein bisschen mehr, machen wir ein bisschen weniger. Aber ich habe einfach festgestellt, für mich ist es schön, dass ich keine Angst vor der Bühne habe. Dass ich überhaupt keine Angst davor habe und sage, was soll denn schief gehen? Du redest ja auch nur das, was ich jeden Tag hier im Einzelcoaching letztendlich auch immer rede. Ja, du hast genau das gerade beschrieben, was die meisten eben nicht verstehen. Ne? Du hast eben dein Gehirn für dich benutzt und nicht gegen dich. Also die meisten planen ja eher sagen das Horrorszenario, also ne, sie machen sich Sorgen und ich sag mal, Sorgen sind geplante Probleme, die du also selber schon planst und natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann genau vielleicht etwas schief wird, weil du vorher schon im Kopf hast, ist wesentlich höher, als wenn du eben da mal dir eine positive Vision in den Kopf drückst und sagst so, wie hätte ich es denn gerne schön? Ne? Also und das ist das, was glaube ich viele nicht verstehen, dass sie selber die Möglichkeit haben, das zu steuern, welche inneren Filme sie machen. Das verlangt Bewusstheit, das verlangt auch Vorbereitung und das verlangt natürlich auch eine Konzentration und im ersten Schritt auch erstmal mehr Energie. Und das ist genau der Grund, warum die meisten Menschen sie machen. Es kostet erstmal extrem viel Energie, sich hinzusetzen und sagen so, wie hätte ich es denn gern jetzt? Weil wenn ich das nicht mache, dieses bewusste Plan und wirklich auch wiederholen und auch in die Emotionen reingehen, dann passiert genau das, dass ich bin ohnmächtig, da kommt plötzlich dieses Gefühl über mich, boah, ich habe Angst oder ich bin unsicher. Nur das Gefühl ist ja das Ergebnis von etwas, was du vorher im Gehirn gemacht hast. Also das wissen ja auch viele nicht.
die Emotionen, die wir haben, sind immer das Ergebnis von dem, was ich vorher im Gehirn gemacht habe. Ja, das passt in meine Ausbildung, was ich gerade noch mache. Das ist deswegen, das nutze ich natürlich auch ein bisschen, weil ich mache gerade eine Ausbildung noch zur rational-emotiven, kognitiven Verhaltenstherapie. Und da geht es darum, dass endlich die Gedanken dafür, für unsere Emotionen, für unsere Gefühlswelt sorgen. Und das ist natürlich auch gut, wenn man da ein bisschen Kenntnisse hat. Und ich glaube auch, steht nicht in deinem Buch, jetzt habe ich, welches war das nochmal? Also ich habe ja zwei wahrscheinlich, ja mehrere, aber das, die letzten beiden, Der perfekte Tag oder Change als Chance? Das zweite habe ich gelesen, genau. Das Change als Chance, also das Dunkle mit meinem Porträt oben drauf. Dann. Ja. Hinstehen, weil ich weiß manchmal immer, woher ich alle diese Informationen manchmal hebe, weil einfach viele Bücher schon am Start waren. Weiß man, kommt das jetzt von ihm, kommt das von ihm? Ja, ja. Hast du da was drinstehen im Buch über dieses Thema? Das ist genau, also das Buch Change als Chance, da geht es genau um die fünf mentalen Schritte, die ich gehen darf, damit ich das, was ich weiß, auch wirklich umsetze. Also das war ja für mich damals der Punkt, dass ich gesagt habe, wir sind Business-Giganten, aber Umsetzungsdilettanten. Ja, also ja. Wir wissen, dass wir uns gesünder ernähren dürften. Wir wissen, dass regelmäßiges Training sinnvoll ist für den Körper. Wir wissen, dass Rauchen Quatsch ist. Wir wissen, dass wir liebevoller kommunizieren dürfen mit unserem Partner. Und nur das Verhalten sieht dann meist anders aus. Und das heißt, was sind wirklich diese Schritte, die ich im Kopf vorher tun darf, damit mir das, was ich weiß und was mich emotional letztendlich ja auch zu der Vision, zu dem Positiven hinbringt, tun darf, damit das wirklich Realität wird. Also da gibt es so, wie gesagt, die fünf Schritte. Der erste Punkt ist, du darfst überhaupt erstmal, und das ist ja 95%, mit deinem Unterbewusstsein arbeiten, zu gucken, gibt es vielleicht limitierende Glaubenssätze. Ja, also für mich ist, du arbeitest ja sehr viel mit Übergewichtigen, sehr erfolgreich und bringst sie wieder zum gesunden, schlanken Körper hin. Das ist für mich immer so wie so ein Reflex, zu gucken, was ist da für ein Mindset dahinter? Also was ist vielleicht ein Glaubenssatz, den dieser Mensch hat, dass er sich das über so langen Zeitraum antut? Also für mich ist Rauchen, Alkoholkonsum übermäßig oder auch Arbeitssucht oder eben Übergewicht nur das Symptom von einem negativen, ich sag mal Selbstwert oder negativen Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert oder ich bin nicht liebenswert oder ich habe kein Talent oder das sind ja alles Limitierungen, die wir alle, ich inklusive, automatisch in der Kindheit, in der Schule immer wieder aufnehmen, ohne dass wir es merken. So, und also für mich war das so ein Aha-Erlebnis, wo ich eine Kundin hatte, die kam nach dem Vortrag zu mir und wollte dann ein Coaching haben zum Thema Ernährungsberatung. Also sie wollte von mir einen Ernährungsplan haben, hat schon seit 25 Jahren versucht, über 25 Kilo abzunehmen. Also hatte alle Diäten durch, die es gibt im internationalen Markt. Und ich habe sie dann gefragt, naja, nee, wann fing das denn an? Da meinst du, ja, weiß ich nicht. Ja, dann überleg mal. Ja, so mit 6 Jahren. Ja, gab es da irgendetwas, was für dich emotional einschneidend war? Meinst du, nee, kann mich nicht erinnern. Da habe ich gesagt, naja, wenn du wüsstest, dass du dich erinnern willst, weil du weißt, dass es wichtig wäre, sich zu erinnern, weil du weißt, es könnte sich jetzt erinnern. Was? Also ich habe sie eine Frage gestellt, die sie ein bisschen erstmal durcheinander gebracht hat, weil dann kommt das Unterbewusstsein hoch. Und dann ist ihr plötzlich eingefallen, dass, als sie 6 Jahre alt war, ihre Mutter zu ihr gesagt hat, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. So, also was heißt, oder was bedeutet das für diese Frau? Sie hat wahrscheinlich in allen möglichen Nuancen von ihrer Mutter gehört, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, du bist nur störend, du bist nicht perfekt, so wie du bist. So, und dieses Mindset ist ja dann sozusagen das Fundament, warum wir manchmal Verhaltensweisen haben, wo wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, weil wir uns selber nicht wertschätzen können, weil wir diesen Glaubenssatz so tief verankert haben. Und dann habe ich eben diesen Glaubenssatz mit ihr geändert, mit einer Technik aus dem NLP. Und ein halbes Jahr später hatte sie 25 Kilo weniger. Also das war dann, ne, schwupps. So einfach kann es sein. Ja, also das ist so das Fundament. Ne? Was sind meine Glaubenssätze? Dann der zweite Punkt, was wir gerade schon auf der Platte hatten, was ist meine persönliche Vision? Ne? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte 25 Kilo abnehmen, das ist wie ein Reflex die Frage, kannst du dich dir selbst in schlank vorstellen? Mhm. Ja, weil wenn nicht, wie willst du dich emotional selber pushen? Wie willst du dich motivieren? Weil Motivation ist eine Energie, die von innen herauskommen darf und die entsteht einfach durch innere Bilder, ja, die dir gute Gefühle machen. Und natürlich, wenn du die Vision hast, dann darfst du überlegen, was sind denn die Zwischenschritte, die ich erreichen darf, um dahin zu kommen. Ja, also wenn jetzt, das wird dir ja wahrscheinlich tagtäglich auch passieren, wenn du dich jetzt nur an diesen 25 Kilo aufhängst,
ist das zu weit weg für die meisten. Ja, komm, nächste Woche 500 Gramm. Ja. Und nächste Woche wieder 500 Gramm. Und so in diesen kleinen Schritten haben sie immer ein Erfolgserlebnis, auch das ging leicht, und nähern sich dann automatisch diesen 25 Kilo wesentlich schneller. Und der dritte Punkt ist eben zu gucken, was sind meine Strategien? Also was darf ich verändern an Verhaltensweisen? Wie gehe ich damit um? Wie kaufe ich ein? Wie sieht meine Speisekammer aus? Wie gehe ich damit um, wenn ich mal vielleicht nicht den gewünschten Gewichtsverlust habe? Um dann natürlich, und das ist der letzte entscheidende Punkt, ich sag mal, eine Vision ohne Tun bleibt ein Traum. Also was tue ich auf täglicher Basis? Ja, wie kaufe ich ein? Wie sieht mein Kühlschrank aus? Wie häufig trainiere ich? Ich sag mal so, trainieren ist wie urinieren. Am Anfang drückt es ungemein und später wird es ungemein angenehm. Ne? Das ist so. Den kenne ich noch nicht. Ja. Alle Zuschauer, du hast jetzt gerade natürlich wieder komplett eine Strategie rausgelassen, die bei den fast allen funktioniert. Es gibt immer noch ein paar, aber den meisten ist genau die Strategie, was funktioniert. Ich gehe immer noch her, ich verdeutliche den meisten auch, gerade wenn es um Frauen geht, immer noch das Warum, auch bei Männern auch zwischenzeitlich, das Warum. Warum tun sie überhaupt? Weil viele machen es nur mit dem Gewicht. Ja. Aber du investierst doch in deine Gesundheit. Das ist doch ein Invest. Wie wertvoll ist das eigentlich, wenn du in deine Gesundheit investierst? Weil die meisten gehen nur aufs Gewicht und ich möchte so und so aussehen, dieses Gewicht haben. Dann sage ich aber stopp, immer dann, wenn du dich gesund ernährst, egal was auf der Waage in der Spiegel sagt, immer dann, wenn du im Sport warst, hast du in dich investiert. Das heißt, du hast immer 50% Erfolg eh schon mal. Ja. Der Mindset auch mal, diese Änderung da ist, nicht immer nur die Waage zu sehen oder nicht immer nur die Kleidergröße zu sehen, sondern die Wertschätzung an sich selber. Ich bin ein wertvoller Mensch. Es geht um meine Gesundheit. Ich habe ja auch Verantwortung für mich und für meine Familie. Haben die anderen schon andere, die meisten schon anderen Bezugspunkte dazu. Da kriegt man sie meistens dann schon eher mal in die Richtung, weil, weißt, wenn du immer nur auf die Waage guckst und die Waage funktioniert dann mal nicht so, wie man es gern hätte, und die macht es meistens nämlich nicht so, wie die sich es vorstellen, dann ist die Frustration immer ganz groß. So, aber wenn du sagst, okay, ich habe, egal was ich abgenommen habe, ich habe aber in meine Gesundheit investiert, ich habe was für mich getan, so, da hast du schon mal einen ersten Haken mit. Ja, Gesundheit ist, meiner Erfahrung, ist für die wenigsten wirklich eine emotionale Motivation. Also sie sind sich nicht bewusst, was es eben sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung bedeuten kann. Und das ist natürlich, ich sag mal, mein Vorteil in dem Sinne als ehemaliger Krankenpfleger, der eben auf der Abteilung für chronisch Kranke damals gearbeitet hat, wo eben genau die ganzen Menschen, und das sind der, ich sag mal, Tausende, die gerade heute, jetzt auf diese Station liegen und die letzten 5, manchmal 10 Jahre ihres Lebens dahin vegetieren, weil sie einfach einen Schlaganfall bekommen haben, weil sie irgendwie einen Herzinfarkt hatten, weil sie chronische Erkrankungen bekommen haben, Diabetes, weil ein Bein abgenommen werden musste, weil sie eben genau diese kleinen Veränderungen nicht gemacht haben. Und ich glaube, das ist das, was leider beim Menschen anscheinend so zu sein scheint, dass wir uns eher über Schmerz motivieren lassen als über Freude. Also nicht über, oh, wie fühlt sich das an, wenn ich mit 80 noch eine Bergwanderung machen kann, mit meinen Enkelkindern noch spielen kann oder noch eine Fernreise mit einem Flieger machen kann nach Australien und da 20 Stunden im Flieger sitzen kann, selbst mit 70 oder 80, weil ich so fit bin. Und die meisten sind sich eben nicht bewusst, wie ihr Leben anders aussehen könnte, was alles passiert, wenn sie eben genau diese körperliche Fitness nicht haben. Ja, also das ist ja, ich meine, wir sehen es hier in Deutschland ja auch immer mehr zunehmend, in Amerika ist es extrem, wie viele Menschen so mit 60 einfach extreme Probleme haben mit ihrer Gesundheit, die sie nicht haben müssten, wenn sie einfach ein bisschen mehr mal Gehirnschmalz für sich einsetzen würden und nicht dieser kurzfristige Gewinn, sondern, und das ist ja das, was Menschen angeblich von anderen Tieren oder Säugetieren unterscheidet, dass wir eben in der Lage sind, die Zukunft zu planen. Ne? Also wir können uns ja in die Zukunft beamen und diese Kraft nutzen. Wir können visualisieren, wir können etwas, sag mal, mental vorwegnehmen, was noch nicht da ist, fantasieren. Und diese Kraft nutzen wir aber nicht, weil es eben nicht in der Schule beigebracht wurde. Das ist leider, das gilt halt bei Menschen immer da fest, erst wenn der Schmerz groß genug ist, sucht man nach einer Lösung. Leider. Und das sollte eigentlich, wenn man behauptet, dass man das intelligenteste Wesen auf diesem Erdball ist, normalerweise nicht so sein. Aber ja, ist es so. So, tolles Thema schon mal, aber ich habe mir noch ein paar Sachen vorbereitet, deswegen gucke ich mal ganz kurz nach oben. Ja, gerne. Zettel steht. Pass auf, und zwar
ich habe mitgekriegt, du warst früher mal Krankenpfleger, das war dein Ursprung. Krankenpfleger, das hast du angefangen, Krankenpfleger. Jetzt höre ich dich gerade ganz schlecht. Ja, jetzt bist du auch gerade kurz eingefroren. Jetzt bist du weg. Vielleicht sein, es besser wird. Bist du wieder kurz eingefroren? Ich habe dich gerade jetzt. Ja, jetzt haben wir gerade. Jetzt haben wir gerade Stillstand. Hörst du mich noch? Ja. Also ich höre dich, aber ich, also dein, jetzt bist du wieder bewegt. Jetzt bist du wieder bewegt. Eben warst du auch eingefroren. Du bist auch noch eingefroren? Ja, ja, das ist der. Ich gehe mal geschwind, warte mal, ich gehe mal gerade geschwind bei mir auf LTE. Irgendwas passt da gerade nicht. Ich bin mal weg von Wi-Fi auf LTE umgestöpselt. Weiß nicht, ob das besser ist. Gehe auch mal auf LTE, Moment. Jetzt gucken wir mal, ob es besser ist. Ich sehe mich noch, ich bewege mich jetzt auch wieder. Siehst du mich noch? Ich sehe dich jetzt gerade nicht. Also ich sehe nur ein Bild von dir. Also ja, ich sehe dich jetzt gerade nicht. Ich habe gerade gar kein Bild. Jetzt ist es doch. Ja, also ich hab Krankenpfleger gelernt, weil ich Arzt werden wollte. Und habe dann aber in der Ausbildung gemerkt, dass es ja da einmal zu spät ist, weil die schon alle krank sind und weil ich eben mit Hierarchie überhaupt nicht klarkomme. Und Krankenhaus ist ja sehr stark hierarchisch. Und ich habe mich immer als Krankenpflegerschüler, das ist so knapp oberhalb der Putzfrauenhierarchie, Leiter des Krankenhauses, immer schon mit den Chefärzten angelegt, weil ich deren menschliches Verhalten nicht gut fand. Und dann habe ich gesagt, das wird hier nichts. Außerdem habe ich mal ausgerechnet, ich bräuchte durchschnittlich ungefähr 13 Jahre, um irgendwann selbstverantwortlich entweder als Chefarzt oder in einer eigenen Praxis arbeiten zu können. Und das war mir einfach zu viel Lebenszeit. Dann habe ich gesagt, Mensch, dann mache ich Lehrer. Dann habe ich Sport und Germanistik studiert an der Freien Universität in Berlin. Habe mich selber finanziert, habe 5 Jahre studiert, habe ein bisschen Zeit gelassen. Und im letzten Semester am Praktikum habe ich gemerkt, Lehrer möchte ich auch nicht werden. Okay. Und dann habe ich Diplom-Sportwissenschaften studiert für Prävention und Rehabilitation. Das haben mir auch relativ viele Kurse dort anerkannt und habe nebenbei, wie gesagt, schon als Personal Trainer damals 1989, habe ich als Personal Trainer angefangen. Was? Das gab es noch gar nicht in Deutschland. Aber schon, weißt du was? Ich habe 1989 habe ich als Trainer angefangen. Ja, genau, 89. Neuer Trainer angefangen, 1990 haben wir im Fitnessstudio aufgemacht. Ja, da war ich irgendwie mit 30, die Währung kennen ja die Jungen von euch gar nicht mehr, aber 30 D-Mark habe ich fürs Joggen gehen bekommen, fand das mega cool, dass ich bezahltes Training hatte. Ja, das war auch schön, das ist auch eine schöne Sache. Ja, und dann kam ja, dann also haben wir, wie gesagt, dieses Andreas Bredenkamp-System, da war ich ein bisschen im Multilevel-Marketing mal tätig als Student, habe da Menschen begleitet, die starkes Übergewicht hatten. Und dann kam ja Spinning nach Europa, Johnny G, 1997 war das auf der FIBO. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, war dann noch einer der ersten 8 Ausbilder für Europa, also Masterinstruktoren nach dem Johnny G-Konzept, war da weltweit als Ausbilder unterwegs, habe über 6.000 Trainer weltweit aus- und weitergebildet. Und dann fing das, wie gesagt, 2000 an mit den Firmenverträgen. Also das war so mal im Schnelldurchlauf meine Entwicklung. Also das Grundthema, ne, so Selbstmanagement, Motivation, Gesundheit, Prävention, Leistungsfähigkeit, die waren immer da. Nur der Kontext hatte sich eben komplett immer verändert. Ne? Aber den Faden sieht man schon. Der rote Faden ist schon da. Yeah. Absolut, ja. Ich bin gelernter Zimmermann. Ich habe mal ganz anders angefangen. Ich habe auf dem Dach gearbeitet. Jetzt zimmerst du im Körper. So, was die spannende Frage natürlich noch ist für mich, was empfiehlst du? Eigentlich haben wir die Leute draußen, weil die hören immer alles nur von mir und denken, ja, der Triembacher, der erzählt viel. Vielleicht gibt es ja da Parallelen. Wie viele Sporteinheiten empfiehlst du pro Woche als Basic? Also Kraft und Ausdauer. Was empfiehlst du da? Was ist da so eine Hausmarke? Also ich halte mich da relativ an die Studien, die es gibt. Die Studienlage zeigt ja schon, dass dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauertraining ausreicht für eine stabile Gesundheit und Fitness und zweimal die Woche 15 Minuten Muskeltraining. Das ist das, was sie sagen, ja, wenn ich es richtig mache, das ist natürlich mal vorausgesetzt, reicht vollkommen aus. Also ich kann ja in einer Viertelstunde, wenn ich da 7 oder 8 mehrgelenkige Übungen habe mit meinem eigenen Körpergewicht, und da die Trainingsprinzipien einhalte, das ist natürlich so diese Voraussetzung, also Prinzip der steigenden Belastung, Prinzip der Superkompensation, all diese Aspekte,
dann reicht das. Also mit 2 Stunden in der Woche bin ich super fit. Ich kann natürlich immer noch mehr machen. Ja, also, aber das ist das, was ausreicht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das immer wieder zu nennen, weil die meisten haben ja im Kopf, wenn ich jetzt anfange mit Fitnesstraining, dann muss ich ja 4-mal die Woche irgendwie ins Fitnessstudio rennen und dann kommen sie zu einer Einweisung im Fitnessstudio, das kennst du auch noch, dann sagt der Fitnesstrainer, naja, also mach dich erstmal mindestens 10 Minuten warm, dann machst du 3 Sätze pro Übung, ich zeige dir jetzt mal 10 Übungen, die du sowieso nicht alle merken kannst und aber noch ein Gelenk Übung mit dabei sind, bitte mit 2 Minuten Pause dazwischen und nach diesem, wenn du das mal ausrechnest, bist du ja 70, 80 Minuten da beschäftigt, sollst du nochmal eine halbe Stunde aufs Laufband gehen, in der Fettverbrennung, was danach sowieso Quatsch ist. Und dann geht er noch bitte in die Sauna wegen der Entspannung. Dann sagt er, ja, ich bin da mal 4 Stunden weg, Schatzi. Da sagt jeder, der eine Familie hat, wie soll ich das machen? Das geht nicht. Ja? Also ich glaube, von daher ist es ganz wichtig, wie gesagt, wer die Zeit hat und sich nimmt oder das irgendwie so einplant, dass es funktioniert, kannst du gerne machen. Also ich habe ja früher noch mehr trainiert als Ironman. Aber um fit zu sein, reicht das vollkommen aus. Ja, man muss es richtig machen. Die Grundvoraussetzung ist richtig machen. Und ja, das ist bei den meisten halt das Problem, dass da halt auch oft auch Halbwissen da ist. Weil ich trainiere in der Woche 4-mal, 45 bis 60 Minuten Krafttraining, weil ich es einfach liebe und mir die Zeit nehme. Ja. Ich habe natürlich nochmal 3 Ausdauereinheiten. Ich mache 3-mal in der Woche 30 Minuten Maximum Ausdauereinheiten, meine Basic. Und ja, die meisten haben einfach auch viel zu viel Informationen manchmal, was sie alles machen wollen. Dann Faszienmassage, Stretching dazu. Und nach alles, dann ist jemand zu viel und sagt, okay, das war's, mach ich nicht mehr. Ja. Und Blackroll auch noch und Functional Training auch nochmal speziell. Und dann noch ein paar Prep-Übungen und einziehen. Ja. Okay, das war einmal da. Das war interessant. Jetzt natürlich für mich auch wieder ein ganz anderes Thema. Was sagst du zum Thema Ernährung? Was für Empfehlungen gibst du da aus, ohne dass es jetzt zu weit in die Tiefe reingeht? Ja, also Ernährung ist natürlich ein Riesenthema. Also das ist, ich beschäftige mich ja jetzt seit auch damals in der Krankenpflegeausbildung schon über die Physiologie-Kurse, die wir hatten, damit angefangen. Ich habe eine Ausbildung in der Orthomolekularmedizin. Ich habe Kurse gemacht in der KPNI, also der klinischen Psychoneuroimmunologie. Habe jetzt gerade letzte Woche ein 4-Tage-Seminar bei Nico Rittenau besucht, der das wunderbare Buch, was ein Bestseller geworden ist, zu dem Thema, finde ich super spannend, Vegan-Klischee-AD besucht. Also von daher, ne, du kennst das auch, frag 10 Experten, du bekommst mindestens 20 Antworten. Ich glaube, also das, was ich für mich so als wirklich Konzentrat mitgenommen aus diesen ganzen Spezialausbildungen, wo es ja wirklich teilweise darum geht, wie kannst du mit einem Vitalstoff, mit welcher Aminosäure an der Zelle eine Veränderung bewirken, um wirklich manchmal auch therapeutisch wirksam zu sein. Also klassisches Beispiel, so Herpes-Simplex-Infektionen haben meistens haben die einen Mangel an der Aminosäure L-Lysin, gerade wenn die zum Beispiel gern Arginin-Produkte nehmen, beim Training nehmen, ne, also hochdosiert 2 Gramm Arginin, damit es besser pumpt und damit sie fitter sind beim Training. Das ist jetzt nicht schlimm, aber wenn sie vielleicht sowieso schon eine argininlastige Ernährung haben durch zu viel Cashewkerne, dann kann das eben Herpes-Simplex-Infektionen fördern. Die dürfen dann einfach mal morgens zum Beispiel 1 Gramm L-Lysin nehmen, damit diese Herpes-Simplex-Infektion, also L-Lysin ist eine Aminosäure, die Virenstoffwechsel hemmt. Also solche Sachen besprichst du dann, aber das, was ich für mich so mitgenommen habe, ist letztendlich, also deswegen nenne ich mich auch selber Flexitarier, Abwechslung. Ja. Also das, was Gesundheit ausmacht, ist die Fähigkeit des Körpers, flexibel schnell umzuschalten. Mhm. Ja, ein Vollkornbrot, alles gut. Jeden Tag Vollkornbrot, vielleicht ein Problem für den einen oder anderen durch zu viel Saponine. Also das sind ja die Substanzen, die die Pflanze entwickelt, um sich vor Insekten zu schützen. Und die können, wenn die zu viel dosiert werden, bei manchen einen löchrigen Darm machen und dann eben Allergieneigungen steigen lassen. Oder auch bei Hülsenfrüchten. Manche vertragen das gut. Ja, Weißbrot, kein Problem. Aber jeden Tag Weißbrot, nicht so gut. Ja? Ich will jetzt gar nicht über Gluten sprechen, aber einfach natürlich über den hohen glykämischen Index, den du mit Weißbrot erreichst. Hühnchen, kein Thema. Aber jeden Tag Hühnchen, vielleicht keine gute Idee. Also von daher, ich glaube, Abwechslung ist das A und O bei einer Ernährung. Und natürlich, nicht umsonst habe ich letzte Woche diesen Kurs besucht, dürfen wir uns schon Gedanken machen, das ist jetzt aber ein anderer Frame. Ich sage jetzt mal, also einmal die Gesundheit ja
von uns selbst, aber auch vielleicht die ethisch-moralische Ebene und dann aber vielleicht auch mal die Ebene zu gucken, was machen wir gerade als Spezies Mensch mit dem Planeten, also mit Mutter Erde. Das ist ja schon pervers, dass wir, wenn wir das mal wirklich uns ja vor Augen führen, dass wir von der Erdmasse, die wir haben, der Erdoberfläche, also jetzt abgezogen von Eisfläche und Wasser, von der Landfläche, die wir zur Verfügung haben, 2/3 benutzt werden für Tierhaltung und für die, ich sag mal, Produktion von Futtermittel für diese Tiere. Und das andere Drittel haben wir Menschen und wir damit 15 bis 30, je nachdem, welche Studien wir nehmen, der CO2-Produktion haben. Und wir reden über Autos. Also unabhängig jetzt von dem ethisch-moralischen Aspekt, ob wir das Recht haben dürfen, andere Spezies so zu quälen, ich glaube schon, dass wir uns mehr Gedanken machen dürfen, muss das jeden Tag Fleisch sein? Müssen es jeden Tag Eier sein? Ich liebe Eier, also ich habe jeden Tag Omelette gegessen. Nur zum Beispiel auch da, Eier haben sehr viel Arachidonsäure, also eine Fettsäure, die eher eben chronische Entzündung fördert. Und auch da ist eben das Thema Abwechslung. Also ich darf sicherlich so ein bisschen mich schon damit auskennen, aber wenn ich eben abwechslungsreich mich ernähre und so Klassiker wie Regenbogenfarben, also alles Gemüse und Obst, was irgendwie ganz viel bunte Farben hat, also je farbiger, desto besser, mache ich schon mal viel richtig. Wenn ich viele, und das ist so mein Primärtipp, Lebensmittel esse, also nicht etwas, was verarbeitet ist, was eingepackt ist, und das kannst du ja ganz leicht erkennen, wenn du einkaufen gehst und du packst etwas in deinen Einkaufswagen, wo eine Nährstofftabelle drauf ist oder eine Inhaltsangabe, dann weißt du, dann ist es schon kein Lebensmittel mehr. Ja, also wenn du viel Lebendiges isst, hast du schon mal eine ganz andere Energie und auch die Gefahr, dass du vielleicht Substanzen aufnimmst, die du in deinem Körper nicht haben möchtest, ist wesentlich reduziert. Ich nehme mal diese Metapher, wenn du einen Bio-Apfel nimmst und tust ihn in den Boden, dann wächst ein Baum. Probier das mal mit Apfelkompott. Ja, da kannst du lange warten. Das heißt, es ist eben kein Lebensmittel, sondern es ist tot, es ist verarbeitet. Und ich glaube, wenn die meisten Menschen einfach nur mehr Lebensmittel, also Obst und Gemüse essen würden, und gerne auch mal ruhig ein bisschen Fisch oder Fleisch, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich halte jetzt da nichts von irgendwelchen Kampfansagen, sondern das darf einfach jeder für sich selber entscheiden, was ihm gut tut und was er für sich vertreten möchte. Dann ist alles gut. Ich sage immer, wenn ich es einfach machen möchte, ich sage immer, esse einfach so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht. Das ist das, was ich immer meine. Esse so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht, weil artgerecht ist ja auch eine bunte Mischung. Am besten natürlich auch eine verpackt und bedarfsgerecht, dass es halt auch zum Energiehaushalt passt. Ja. Du hast viele Menschen, die essen noch so, als ob sie jeden Tag Holz hacken würden, aber sie hacken halt kein mehr. Und entsprechend dessen hast du halt relativ schnell, bedingt durch die Änderung in den letzten 30 Jahren Berufsbildes, eben viel zu viel Energie im Körper, den der Körper nicht mehr los wird. Zumindest nicht gut. Ja. Nämlich artenbedarfsgerecht ist, da kommt man der Sache schon relativ nahe, weil du weißt, es gibt 1000 Ansagen, wenn du jemanden hörst, der sich nach Paleo ernährt, ist die beste Ernährung, was es auf der Welt gibt. Wenn du hörst, dass jemand vegan ernährt, ist die beste Ernährung auf der ganzen Welt, was es gibt. Aber wenn du dahinter schaust, die sich vorher natürlich alle relativ schlecht ernährt, ungesund ernährt und ernähren sich das erste Mal gesund, dann ist klar, dass das natürlich das Beste ist. Da muss halt jeder auch ein bisschen für sich rausfinden, was für ihn passt. Und eben halt auch ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr in seine Ernährung reinstecken. Ja, das wird halt auch im Bereich der Ernährung oftmals ganz, ganz viel gespart. Viel zu viel gespart. Ja. Ja. Ich habe auch noch, auch das wieder natürlich ganz, für mich ganz wichtig und auch für meine Coaches, meine Fans, die dazu hören, das Thema Achtsamkeit. Ich bin immer wieder mehr in den letzten Jahren konfrontiert mit dem Thema. Weil es einfach viele Menschen gibt, die ja im Moment natürlich ganz viel Aufmerksamkeit benötigen von alles, was auf sie einprasselt. Im Job wird mehr verlangt, die Geschwindigkeit, die Kommunikationsgeschwindigkeit geht hoch, die Vernetzung ist ganz groß. Und da fällt mir halt auf, dass vielen Menschen zwischenzeitlich so diese Achtsamkeitsmomente fehlen, dass da ein ganz großer Bedarf ist. Was empfiehlst du da? Also, ich habe das ja so auf einer komplett neuen Ebene für mich entdeckt oder auch trainiert, als ich in Indien bei der sogenannten Vipassana-Meditation für 10 Tage war, wo du 10 Tage lang schweigst
wo du 10 Tage lang jeden Tag 10 Stunden sitzt. Du darfst keinen Blickkontakt mit anderen Menschen haben. Und wo die Aufgabe war, in den ersten 3 Tagen, in diesen 10 Stunden, die einzige Aufgabe, die du hattest, war, sich auf die Naseninnenfläche zu konzentrieren, um zu fühlen, ob die eingeatmete Luft kühler ist als die ausgeatmete. Das war eine sehr große Challenge. Nur das Spannende ist, du kriegst plötzlich das erste Mal mit, was du denkst. Und ich glaube, das kann man jetzt machen. Das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. Aber was kann ich jetzt so als normaler Mensch in Gänsefüßchen, weil ich würde mich jetzt nicht als normal bezeichnen, machen, wo ich mehr Achtsamkeit in mein Leben bringe. Das können, also ich mache das selber zum Beispiel auch. Ich stehe an der Ampel, ja, im Verkehr, im Auto und einfach die Zeit, wo rot ist, mal ganz bewusst nur fühlen, wie bei der Einatmung die Bauchdecke sich hebt und bei der Ausatmung sich wieder senkt. Also das ist das, was ja die Inder nennen das Monkey Minds, was unser Gehirn ja gerne macht. Wir springen ja ständig rum zwischen, ja, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft. Und das, was aber ja Leben ausmacht, ist das Leben in der Gegenwart. Und das sich zu holen durch zum Beispiel so eine Achtsamkeitsübung wie mal. Ich mache es dadurch, dass du vom Gespräch gehst, bei mir schon automatisch los. Genau. Und das Geschenk ja von Achtsamkeitstraining ist, dass du schneller wahrnimmst, ich sag's mal in Deutsch, fühlt sich gut an, fühlt sich scheiße an. Und ich glaube, das ist genau das, was wir wieder brauchen. Wir haben diesen inneren Kompass, nur der wurde uns abtrainiert. Ja, wir sind irgendwie als Baby oder als Kind hingefallen und Mama, die alles richtig wusste, hat gesagt, ist nicht so schlimm. Das heißt, wir haben gelernt, auf einer unbewussten Ebene unseren eigenen Gefühlen nicht mehr zu vertrauen. Und deswegen treffen wir manchmal vielleicht auch als Erwachsene Entscheidungen, wo wir zwar die Intuition hätten, das Gefühl hätten, fühlt sich nicht gut an, aber wir drücken mit Ratio drüber, doch, das ist jetzt aber sinnvoll. Und ich glaube, allein wenn wir dem Gefühl in dem Moment wieder mehr Zeit geben würden, hast du automatisch anders Verhalten. Es gibt einen ganz spannenden Test, das hat man mit Rauchern gemacht. Da hat man, wenn die sagen, ich will jetzt wieder rauchen, weil ich würde es gerne abgewöhnen, hat man gesagt, pass auf, bei jedem Schritt, den du jetzt tun kannst, bevor du überhaupt die Zigarette im Mund hast, hältst du bitte 1 Minute an und wartest. Ja, also, so, die nehmen, ich möchte jetzt eine rauchen. So, dann holen die Packung aus der Tasche. 1 Minute warten. Dann machen die das Zellulanpapier ab. 1 Minute warten. Dann machen sie die Packung auf. 1 Minute warten, dann holen sie eine Zigarette raus und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit, klar, kommst du auf die Ideen, was mache ich da? Also ja. Ich weiß, das Krebsrisiko ist 70% erhöht. Ich sehe es jetzt mittlerweile noch sogar auf jeder Packung. Meine These ist, dass das die Krebserkrankung dramatisch steigen wird, weil das Gehirn Informationen nicht verarbeiten kann. Das heißt, es hat immer die Verknüpfung Krebsbild rauchen, Krebsbild rauchen. Das heißt, wir manifestieren da eine Erkrankung noch wesentlich schneller. Ist eine These, ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ich bin mal gespannt. Und allein dieses Wahrnehmen, was mache ich da gerade? Ja, ich schädige mich selbst gerade bewusst. Und ich weiß natürlich, dass Raucher das wunderbar sich erklären, weil sie dann glauben, dass sie besser entspannen können. Nur das Gleiche hast du ja auch, wenn du einfach mal nur so die Finger hinhältst und einfach mal so machst. So, da, rein physiologisch entspannst du auch, da brauchst du den Krebsnuckel nicht für. Also ich glaube, wenn wir mehr Achtsamkeit in unser Leben bringen, wirst du dich nicht nur anders ernähren, sondern du wirst auch bewusster und liebevoller mit deiner Partnerschaft kommunizieren. Ja, das ist ja auch so ein schönes Beispiel. Wir kennen das alle, du bist in deiner emotionalen Diskussionsleiter schon vorangeschritten, wir nennen das Streit, und du sagst manchmal Dinge, wo du weißt, wenn du den Satz sagst, dann ist der Abend gelaufen und du sagst ihn trotzdem. Ja, weil wir, wenn wir gestresst sind, und das ist evolutionär natürlich sinnvoll gewesen, wenn wir gestresst sind, gehen wir auf Automatikkurs. Ja, wenn du damals den Säbelzahntiger begegnet bist, dann kannst du ja nicht sagen, überlege ich mir jetzt mal, ob ich mit ihm kämpfe oder renne ich lieber weg. Sondern es war eine Entscheidung von Sekundenbruchteil und dein autonomes System hat sofort alle Funktionen übernommen und die Durchblutung in dein Erfolgsorgan Muskulatur geschüttet. So. Das heißt, wenn wir einen Streit haben, sind wir ja gestresst und dann sagst du Dinge, die du nicht sagen möchtest. Und Achtsamkeit ist dieses kurz
was ist jetzt gerade das, was ich wirklich brauche? Ja, also die Diskussion um den Mülleimer oder die nicht ausgedrückte Zahnpasta oder was auch immer, das ist ja nicht, sondern es ist ja eher dieses, ich fühle mich gerade nicht geliebt. Mein Partner hat das, was mir wichtig ist, gerade nicht getan, weil er natürlich andere Werte hat. Und dann kann ich viel anders eben auf den anderen zugehen und sagen, kannst du mich mal einen Arm nehmen, ich brauche das gerade. So, und das ist eine komplett andere Kommunikation. Also von daher, der Benefit von Achtsamkeit, also ich sage das ganz häufig in meinen Vorträgen, auch manchmal in mehrtägigen Seminaren, wir könnten das ja alles, was ich euch erzählt habe, mit einem Wort zusammenfassen. Achtsamkeit. Achtsam wahrnehmen, was schiebst du dir gerade unter die Nase? Achtsam wahrnehmen, wie behandelst du deinen Körper? Achtsam wahrnehmen, musst du dich schon aufstützen, wenn du vom Stuhl dich erhebst, weil die Muskulatur in den Oberschenkeln so schwach geworden ist. Achtsam wahrnehmen, ist das, was ich gerade sage zu meinem Partner oder zu seinem Mitarbeiter oder zu meinem Kollegen, ist das liebevoll, ist das wertschätzend, ist das respektvoll oder ist das, weil ich selber gerade gestresst bin, vielleicht eher destruktiv? Okay, cool. Ganz gute Reminder auch für mich jetzt gerade. Machst du ganz bewusst jetzt außer an der Ampel stehen, tief atmen, machst du noch ganz bewusst auch mal eine Abendroutine mit Meditation oder was benutzt du oder was ist deine Art, wenn du dich mal länger Achtsamkeit halten willst? Was tust du da? Also Sport ist für mich sicherlich ein sehr wesentlicher Aspekt für Achtsamkeit. Das habe ich eben wirklich ja sehr intensiv damals mit Johnny G, der war ja mehrfacher, also war nicht nur im Bodybuilding mal sehr erfolgreich, hat einen dritten Dan in Karate, hat das Race Across America mitgemacht. Und wenn wir da irgendwie eine Stunde Jumps gemacht haben, mal Herzfrequenzen, die jenseits von Gut und Böse waren, dieses Mentaltraining dabei, dieses sich nur auf einen Punkt konzentrieren, nur auf die Kerze, die in der Mitte stand, oder nur auf den Drums in der Musik oder nur auf die Trittfrequenz, dieses Fokussieren ist ja Achtsamkeitstraining bei der Bewegung. Das fällt mir persönlich sehr leicht und das mache ich natürlich dementsprechend jetzt schon seit einigen Jahren. Abends bin ich jetzt nicht so der Typ, der meditiert. Ich mache das lieber eher morgens für die Einstimmung des Tages. Ja, also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich mal erstmal meine zwei großen Gläser warmes Wasser. Dann mache ich mir meinen Kaffee. Und dann gehe ich so meine morgendlichen Routinen wie ein bisschen Blackroll, ein bisschen Stretching, vielleicht ein bisschen Yoga, einen Sonnengruß mal durch oder eben dann eine Viertelstunde Meditation. Also das ist tagsüber selten, aber auch, also ich glaube jetzt diese Woche, bei letzter Woche, wir haben jetzt am Dienstag, letzte Woche waren es vielleicht so zweimal tagsüber und zwei, dreimal morgens. Also das schwankt. Ich habe da jetzt nicht so ein festes Ritual, weil mir auch jeder Tag einfach sehr unterschiedlich ist. Okay, cool. Dann wissen wir jetzt schon ganz viel, was wir ändern könnten, sollten, werden. Und ja, gerade das Thema Achtsamkeit ist bei mir halt ganz spannend, weil ich selber an mir arbeite, ich natürlich auch viel zu tun habe und mein Fokus, mein Aufmerksamkeitsfokus oftmals abgelenkt, weil ich mich auch selber gerne ablenken lasse. Und ich habe für mich herausgefunden, ich funktioniere ganz gut, wenn ich im Herzvariabilitätentraining mache. Mhm. Ich habe ein Gerät, wo meine Herzvariabilität misst, wo du auch ganz genau siehst, in welchem Bereich du momentan in der Herzkohärenz bist. Und das tut mir ganz gut. Ja. Bei mir ist in der Ecke sitzen und meditieren und zu wissen, was ich tue, ob es auch einen Wert macht, was ich da mache, für mich schwierig. Und so habe ich halt Herzvariabilitätenmessgerät, sehe ich ganz genau, wo ich bin, dass ich mich verbessern kann und dass, wenn ich es hinbekomme, dass ich im Gehirn Unitask bin, dass ich dann schön im grünen Bereich bleibe. Auch wenn ich bei den Leuten das sehe, diese ja, nicht achtsam sein, diese innere Nervosität, auch wie ein Burnout entstehen, wie solche Stressfaktoren sich entwickeln, ist ja bei den meisten so dieses Multitask im Gehirn, viele Dinge gleichzeitig in der Birne verarbeiten, in alle möglichen Richtungen und dem Gehirn einfach keine Auszeit mehr gönnen. Und visualisiere ich immer meinen Kunden immer, pass auf, in deiner Birne ist es so, du hast eine Plexiglaskiste. Die Plexiglaskiste ist 30 cm lang, 20 hoch und 25 tief. Und da sind 10 Ping-Pong-Bälle drin. Und wenn du die richtig schüttelst, dann sieht das richtig scheiße aus. Und so geht es bei dir auf dem Kopf. Nimm einfach mal 9 Ping-Pong-Bälle raus und dann guckst du, wie der schön funktioniert da drin. Und das ist so dieses, wie ich den versuche, auch dieses Achtsamkeitstraining, dieses Unitas-Training für die Birne hinzubekommen. Ja. Die zu mir kommen, ist immer mit Training, Ernährung, aber du siehst das selber, wenn du Coach bist, siehst du selber, dass die oftmals einen ganz anderen Bedarf haben. Die wissen zwar schon, ja, die Ernährung, das Training, das hat Sinn, das macht Sinn, aber
da sind auch viele bei, die dann sagen, dieses Thema knöpfe ich mir jetzt wieder vor und es wird maximal gepusht, aber eigentlich fehlt ihnen auch ganz viel Ruhe. Ganz viel innere Ruhe. Und also ich beobachte das ganz häufig jetzt gerade bei solchen Events ja auch, wo du ja auch auftrittst oder bei meinen Vorträgen oder wenn ich selber in Seminaren sitze, wie viele Menschen Nervous Legs haben. Also dieses ständige Rumhüppeln mit einem Bein oder so, das ist ja schon ein Zeichen von Nervosität und von einem sehr stark Sympathikus getriebenen System. Ich glaube, dass das, also jeder Trend bewirkt ja mal einen Gegentrend. Wir haben ja eben jetzt zurzeit diese Zivilisation, werden ständig zugeballert. Social Media, wenn du das beruflich nutzt, da bist du ständig drin, da kannst du dich dann nicht entziehen, es sei denn, du hast es komplett delegiert. Aber und häufig bist du dann ja in diesem auch einfach drin im System. Ja. Und ich meine, das wissen wir ja auch, spätestens nachdem der eine ehemalige CEO von Facebook mal so berichtet hat, dass sie ja letztendlich das System so entwickeln, dass du eben ständig von einem Dopamin-Kick zum nächsten rauschst, dass du möglichst lange im System bleibst und dadurch eben diese ständigen Informationen von außen bekommen. Da braucht es einfach einen Gegenpol, um gesund zu bleiben, um in Balance zu bleiben, wo ich einfach mal ja, im Gänsefüßchen nichts habe, wo ich wirklich nur mich habe, nur meine Atmung oder vielleicht auch mal nur die Musik oder mal nur die Natur. Also am liebsten meditiere ich draußen in der Natur. Das ist für mich so eins der Highlights, wo ich das am besten schaffe. Ja, natürliches Habitat draußen. Auch das ist immer eine Empfehlung, was ich meinen Leuten immer gebe. Geh mal raus, 30 Minuten in der Woche. Einfach mal das natürlichste Habitat, ohne Handy, ohne Hund, ohne klängelnde Frau, ohne klängelnde Kinder, ganz allein. Und das verordne ich mir auch selber durch mein morgendliches Laufen. Heute Morgen wollte ich, aber heute Morgen hat es hier so gepisst. Es war unglaublich, dass ich gesagt habe, ey, aber es ist schon so, bei mir schon eine Sucht dann, weil ich brauche das dann, weil ich weiß, tut mir gut. Und wenn ich dann nicht dazukomme, dann denke ich, na, das war jetzt nicht so gut, aber morgen früh, egal wie es morgen früh das Wetter da draußen ist, gehe ich morgen früh mal eine halbe Stunde laufen, weil das ist für mich so eine ganz tiefe Entspannung. Ich würde das gar nicht als Sucht bezeichnen. Das ist ja das, was häufig eben so kommt, ne? Wenn jemand irgendwie jeden Tag anderthalb Stunden Fitnessstudio verbringt. Ja, du bist ja abhängig, du bist ja süchtig. Ich glaube, oder ich weiß, das ist einfach unsere evolutionäre Natur. Ja? Also über Jahrtausende haben uns ja jeden Tag 12 Stunden mindestens bewegt. Damals noch als Jäger und Sammler dem Mammut hergelaufen, die Männer und die Frauen eben in der Nähe von der Höhle irgendwelche Wurzeln und Früchte und Wasserquellen gesucht. Dann kam der Ackerbau, ja, also irgendwie vielleicht noch unsere Großeltern, auch die, das wissen wir, die waren morgens um 5 Uhr raus und kamen abends um 7 Uhr nach Hause, waren den ganzen Tag körperlich aktiv. So, und innerhalb einer Generation, dank Microsoft, bewegen wir uns plötzlich durchschnittlich in der Stadt nur noch 15 bis 20 Minuten. Dass da das System aufschreit, und wir nennen das ja dann auch noch Zivilisationskrankheiten, ist in meiner Welt vollkommen klar. Es ist unsere Natur, uns zu bewegen. Es ist unnatürlich, sich jeden Tag nicht zu bewegen. Da hast du völlig recht. Da hast du absolut recht. Und das war jetzt auch, glaube ich, nach draußen. Ich glaube, ich habe ganz viel mitgekriegt hier da draußen. Ja, Bewegung tut gut. Und lieber einen Tick zu viel machen, wie viel zu wenig machen, glaube ich. Weil ich glaube, im Moment ist es so, dass die meisten oder ganz viele einfach ganz wenig machen. Haben zwischenzeitlich eine ganz hohe Fitnessstudio-Dichte, die höchste, die wir je gehabt haben. Aber die Leistungsfähigkeit sinkt trotzdem. Die Leute werden deswegen nicht leistungsfähiger. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, den ich ja damals auch, also ich habe ja früher auch Personal Trainer ausgebildet, sehr viele Jahre für Sachs und Beta, einer der größten Fitnessverbände. Das, was ich auch allen meinen Teilnehmern in meinen Seminaren immer sage, investiere doch einfach mal für dich 10 Einheiten, ja, in solche Menschen wie dich, Andreas, gute Personal Trainer, die dir einfach beibringen, wie aus Bewegung Training wird. Weil es zeigen ja Studien, dass von 100 Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, nur 6 ungefähr durchschnittlich das Ziel erreichen, was sie hatten, als sie die Fitnessstudio-Schwelle das erste Mal überschritten haben. Das heißt, da bewegen sich ganz viele, aber für Training braucht es einfach ein paar Kenntnisse. Was sind die Prinzipien? Wie darf ich mich steigern? Wie viel Prozent von einer Einheit zur nächsten? In welcher Herzfrequenz darf ich mich bewegen? Was passiert mit meiner Muskulatur, wenn ich 3 Wiederholungen mache oder 12 oder 20? Das sind ja unterschiedliche Wirkungen. Ja? SID-Prinzip, Specific Adaption to Imposed Demands. Also da sage ich mal, investiere doch mal 10 Einheiten mit einem Personal Trainer, weil danach, wenn der Personal Trainer gut ist und nicht nur mit dir trainiert, sondern dir auch erklärt, was er macht und warum,
dann trainierst du mit einem komplett anderen Bewusstsein. Das ist ein Turbo. Ja? Absolut, aber du siehst ja, der Trend geht ganz stark in diese 14,90 Euro, 19,90 Euro Studios und da gibt es halt gar keine Betreuung. Wobei du zwischenzeitlich in den meisten Fitnessstudios, also nicht alle, aber ich bin ja immer wieder in Fitnessstudios, dass es wirklich auch ein Graus ist, dass da natürlich die meisten Trainer hinter der Theke stehen und mehr Verkäufer sind, wie tatsächlich noch Trainer. Und das Problem ist halt, dass dann auch viele kommen, Studien natürlich auch die Lust haben, aber wenn die investieren an Zeit und es kommt unterm Strich nichts raus dabei, dann verlieren die natürlich auch die Motivation und sagen, was, wenn ich ins Fitnessstudio, wenn ich keine Veränderungsgewicht bleibt so, mein Leistungsstand ist auch ähnlich, dann lasse ich es halt wieder sein. Das ist ein ganz großes Problem. Aber muss halt, es gäbe keine solche Angebote, wenn es keine Nachfrage gäbe. Weil wenn heute an der Golf spielen gehen will oder Tennis, dann weißt du, es kostet das und das Geld. Das muss er in die Hand nehmen. Aber so ein Fitness, da dockt dann halt auch noch viele für sich selber rum und verbrennen halt einen Haufen sein, dann sagt zu sagen, okay, einmal 5 Stunden oder 10 Stunden einmal investiert in meine gesunde Zukunft und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ball bleiben Erfolg habe, natürlich wesentlich größer, aber ja, das ist halt so. Deswegen ist meine Aufgabe immer, genauso Sachen, was wir jetzt gerade gemacht haben, so ein Podcast zu machen, ein Video zu machen, um solche Informationen zu bringen, weil der Mensch hat eine Chance, bis in sein hohes Alter ganz gesund zu bleiben, wenn er ein Grundinvestment betreibt. Und das ist meine Aufgabe. Ja. Lieber Slatko, tolles Gespräch. Wir haben schon eine gute Stunde beieinander. Wow. Ja. Wir auch weitermachen. Das wäre überhaupt. Ich würde mit dir noch ganz viele Sachen finden, die wir besprechen können. Da bin ich mir ganz sicher. Ich würde sagen, wenn es für dich passt, dann machen wir einfach irgendwann mal vielleicht nochmal einen. Ja. Hätte ich ganz starke Interesse dran, weil für mich natürlich auch das, was du sagst, natürlich auch für mich, das sind die Ohren immer ganz weit offen. Weil als Trainer lernst du am meisten auch von anderen Trainern. Auch was Kommunikation anbetrifft, was das Wissen anbetrifft. Und, absolut. Und wer da, also können wir gerne machen, wer Lust hat, da so ein bisschen mehr in gerade in diese 5 Erfolgsfaktoren einzutauchen. Ich habe ja so eine DVD, die kostet normalerweise 49,99 €. Die können deine Hörer gratis downloaden. Machen wir die Shownotes einfach bei iron-mind.de. Da gibt es dann einen Link und dann können die sich die gratis zuschicken lassen. Da ist die DVD, ungefähr, ich glaube, 60 Minuten sind das, wo ich genau auf diese 5 Erfolgsfaktoren nochmal tiefer eingehe. Das wäre vielleicht noch ein schönes Mitbringsel. Ich lasse mir von dir alle Links schicken, was für dich wichtig sind. Die hauen wir in die Shownotes rein. Ja, cool. Anderweiter, die ich jetzt nicht kenne, wobei ich es fast nicht vorstellen kann, weil ich lauter Leute habe bei mir, die natürlich zu diesem Thema Sport und so weiter Bezug haben. Da kenne ich schon sehr, sehr viele. Der Coach, der gerade vorher da war, habe ich noch beim Slatko. Also er wusste gleich, wer du bist. Und ich glaube, es wissen ganz viele, wer du bist. Und für die, die es nicht wissen, die werden dich kennenlernen, sind einfach unten einfach mal Klick machen und dann finden sie eine kostenfreie DVD mit 60 Minuten Content. Freunde, die würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich habe schon das Buch, deswegen weiß ich es schon. Ich habe es schnell gelesen, weil das Thema mir nahe ist, ging es für mich natürlich auch easy. Ich hatte ja. Perfekt. Lieber cool, Andreas. Das war sensationell. Hat mich sehr gefreut, dass wir auch gemeinsam einen Termin gefunden haben und da natürlich auch so ein gleiches Thema haben. Ich bin nach wie vor dein Fan. Ich war es davor schon, weil ich dich schon ein bisschen auf dem Schirm gehabt habe. Allein durch dein Buch, weil ich mir da einfach viel rausgenommen habe und natürlich auch, wenn ich es nochmal vorlesen darf, Extremsportler, Weltrekordler, 17-facher Ironman, Ruhepuls 28 Schläge pro Minute, 1800 Vorträge, Seminare. Aber deswegen, ich habe dich auf dem Schirm und ich hoffe, wir laufen uns mal immer wieder mal einen Weg, dann werden wir gemeinsam auf der Bühne ein bisschen Gymnastik machen. Genau, Andreas. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Es war mir eine Freude. Vielen Dank für deine Zeit und danke, dass ich in deinem Podcast sein darf und machst einen super Job. Und ja, das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die noch mehr in die Welt herausgetragen werden darf. Absolut.